Wird das A320-Board abbrennen? Wird der 16-Kerner diese kleine Platine zum Schmelzen bringen? Das wollen wir heute herausfinden. Was für eine Spannungsversorgung ist tatsächlich notwendig, um einen 16-Kerner unter Volllast zu bändigen? Das wollen wir heute herausfinden. Auf geht's! So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde GaxTV und heute ist es wirklich mal wieder spannend. Und zwar habe ich hier einen Vergleich zwischen drei Chipsätzen für AMD und Ryzen. Und zwar den X570, B450 und, ja Leute, A320. Ja? Diese drei Kandidaten könnten nicht unterschiedlicher sein, denn das Asus X570i Strix Board liegt so zwischen 260 und 300 Euro, wirklich Creme de la Creme, was den X570-Chipsatz angeht, und sticht selbst die meisten ATX-Boards aus, vor allem im Overclocking, was Arbeitsspeicherübertaktung angeht und vom VRAM-Layout. Darauf gehe ich gleich noch etwas genauer ein. Und das B450i von MSI, das Gaming Plus AC, einer meiner absoluten Lieblingsboards, was Preis-Leistung angeht, denn dieses Board bewegt sich so, ja, im Moment, da die Preise ein bisschen hochgegangen sind, weil es eben so beliebt ist, bewegt es sich zwischen 120 und 130 Euro, wenn es denn verfügbar ist. Aber dieses Board, genial. Kann man nicht anders sagen. Ich habe das Ding bereits mit dem Ryzen 3900X getestet und es hat wirklich einfach nur Performance abgeliefert. Ja, und zum eigentlichen Kandidaten, warum ich dieses Video hier überhaupt mache, dem Asus Prime A320i. Dieses Board bewegt sich zwischen 80 und 90 Euro, ist eben ein A320-Board im Budget-Segment. Das Teil kommt komplett ohne Heatsinks aus. Lediglich der kleine A320-Chipsatz hat ein kleines Heatsink spendiert bekommen. Aber ansonsten das Phasenlayout, die Spannungswandler und hier vor allem hervorzuheben die MOSFETs sind komplett offengelegt. Und hier, ja, ihr seht es, Ryzen 9, der 3950X, der 16-Kerner mit 32 Threads, das Flaggschiff von AMD. Wie weit werden jetzt alle drei Boards hier mit dem High-End-Prozessor abschneiden, vor allem das 80-Euro-Board. Da bin ich echt gespannt drauf. Ich werde das Ganze eben auf Temperaturen testen, den 3950X im Stock laufen lassen. Ja, müsst ihr verstehen an der Stelle, weil A320 entsprechend den Multiplikator der CPU nicht freigeschaltet hat und entsprechend die CPU nur im Stock betrieben werden kann. Und damit wir das Ganze 1:1 vergleichen können, werde ich eben alle drei Boards ganz normal im Stock betreiben. Lediglich den Arbeitsspeicher, den ich hier verwenden werde. Das Ganze ist ein 16 GB Corsair LPX-Kit mit 3600 MHz CL18. 22/22/42 und funktioniert wunderbar mit AMD. Ja, und wer mein Video zum perfekten Arbeitsspeicher für Ryzen 3000 gesehen hat, der weiß, dass ich diesen Arbeitsspeicher auch entsprechend verwendet habe und als absoluten Preis-Leistungssieger hier herausgestellt habe. Dementsprechend wollte ich das Teil hier auch verwenden. Und was ich jetzt bei allen drei Boards hier im BIOS anpassen werde, ist den FCLK entsprechend auf 1800 MHz stellen, damit das Ganze im Verhältnis zum MCLK, also zum Arbeitsspeichertakt und vom Infinity Fabric in einem Verhältnis von 1:1 läuft, eben 1800 mal 2 sind 3600 MHz und das ist das, was wir beim Arbeitsspeicher anliegen haben und entsprechend habe ich auch das XMP-Profil aktiviert. Mehr nicht, XMP und FCLK angepasst, ansonsten ja alles so weit, wie es ja ab Werk laufen würde. Und entsprechend bin ich gespannt. Ich werde das Ganze mit Prime 95 mit Small FFTs testen. Also AVX-Load ist angesagt. Und ja, ich wurde von unzähligen Leuten darum gebeten, dass ich doch diesen Vergleich mache. Und dementsprechend, ja, bin ich sehr, sehr gespannt, was die Ergebnisse angeht. Das System hier im Hintergrund habe ich soweit schon aufgebaut. Das A320-Board steckt bereits drin und der 3950X ist bereits verbaut. Entsprechend, ja, geht's jetzt erstmal in Prime und wir schauen, was die Temperaturen angeht. Wird das A320-Board abbrennen? Wird der 16-Kerner diese kleine Platine zum Schmelzen bringen? Das wollen wir heute herausfinden. Was für eine Spannungsversorgung ist tatsächlich notwendig, um einen 16-Kerner unter Volllast zu bändigen? Das wollen wir heute herausfinden. Auf geht's! Sleepless nights, I laid awake just begging to let
sent from heaven showed me how to live again. Now I'm falling and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. Also, wir haben es jetzt 10.56 Uhr. Um 10.27 Uhr habe ich den Test gestartet. Das heißt, wir sind jetzt bei knapp einer halben Stunde, wo der Prime 95 im Small-FFT-Test das Ganze hier durchrattern lässt. Und bei etwa 15 Minuten, ja, wo ich bei diesen 98 Grad Celsius hier mit dem B450i von MSI angekommen bin, habe ich gesagt, okay, ich schalte jetzt einen Lüfter dazu, denn vorher war das Ganze wirklich nur passiv gekühlt, denn die IO ist relativ weit hinten im Gehäuse, sprich die Lüfter, die den Radiator für die CPU kühlen. Ja, ihr seht, der Ryzen 3950X ist tatsächlich mit einem 360 mm Radiator und drei Lüftern hier an der Stelle, die bei maximal 1100 RPM geschaltet sind, wirklich enorm leise unterwegs. Kann man nicht anders sagen. Ich habe jetzt von der H150i das Quiet-Profil drin und nichtsdestotrotz unter 70 Grad Celsius trotz Small-FFTs. Und wir sehen, das Ganze hält hier auch wunderschön die 3,5 GHz All-Core, ja, die der 3950X hat. Ganz normal, wie wir gesehen haben, ist das Boost-Verhalten bis teilweise 4,7 GHz, das ist auch soweit genauso wie beim A320-System. Jedoch ist die Tatsache, dass wir hier beim MSI-Board ja eigene Temperatursensoren hier an der Stelle für das MOSFET haben und das Ganze tatsächlich anzeigen lassen können, wie heiß das Ganze wird, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wir sehen, wenn ich jetzt hier den Lüfter dazu geschaltet habe, dann ist das Ganze ja eben von diesen 98 Grad Celsius ein gutes Stück runtergegangen. Ja? Also das hat hier tatsächlich das System wieder ein bisschen ausbalanciert. Wenn hier an der Stelle die Temperaturen wirklich in den in Anführungsstrichen kritischen Bereich gehen, ja, also hier ist es noch unter 100 Grad Celsius geblieben, natürlich nicht 24/7 tauglich in meinen Augen, ganz ohne Lüfter. Aber für einen ITX-Board, wo man an der Stelle sagen würde, in dem Gehäuse ist eh ein Lüfter, ja, der wahrscheinlich zumindest ein bisschen passiven Airflow an den Heatsinks vorbeigehen lässt. Ja. Das wird schon reichen, um die Temperaturen hier wirklich um einen Großteil ja, dieser 98 Grad Celsius zu senken. Hier an der Stelle waren es über 30 Grad Celsius, alleine durch einen Lüfter, der hier auch sehr, sehr, sehr leise läuft. Also bei 1100 RPM ist dieser Lüfter, der hier im Hintergrund läuft, wirklich mucksmäuschenstill. Kann man nicht anders sagen. Wie bereits gesagt, wenn das Ganze in kritische Temperaturbereiche geht, taktet das Ganze hier runter. Ist normal. Und beim A320-Board, wo wir leider nicht die Werte angezeigt bekommen haben, was jetzt tatsächlich die MOSFETs tolerieren, da ist das Ganze bei teilweise 500 MHz runtergetaktet, weil sich einfach die Overheating Protection eingeschaltet hatte und die CPU eben langsam Schritt für Schritt gedrosselt hat. Das hat aber nicht gereicht. Ja, das A320-System ist deutlich vor dem B450i-System abgeschmiert. Ja, da hat das System einen Thermal Lockdown gemacht, einfach um sozusagen die Hardware vor Beschädigungen zu schützen. Ja, einerseits ein gutes Zeichen, dass das Ganze eben überhaupt passiert. Aber auf der anderen Seite, ja, A320-Chipsatz ohne Heatsink für die MOSFETs ist natürlich ein No-Go. Hier, ja, vom PC her, also der Chipsatz, der B450-Chipsatz, der ist hier bis maximal 52 Grad Celsius passiv hochgegangen und dann eben mit Lüfter, der ein bisschen Airflow rüberlaufen lässt, ist das Ganze wie im Idle. Also, soweit so gut. Und dann schauen wir mal, wie sich das X570-Board schlagen wird. Mit eigenem Lüfter für den Chipsatz integriert in die MOSFET-Kühlung. Entsprechend ist das Ganze schon von Anfang an aktiv gekühlt. My love, I'm going to be strong.
everything. So, Freunde, da sind wir wieder zurück und jetzt zu meinem Fazit zu den drei unterschiedlichen Chipsätzen und wie ich eben in der Testreihe vorgegangen bin. Ich habe bei allen drei entsprechend das BIOS auf die aktuellste Version zum jetzigen Zeitpunkt geupdatet und entsprechend lediglich eine kleine Änderung im BIOS dann entsprechend vorgenommen, denn der 3950X lässt sich entsprechend auf A320 nicht übertakten und dementsprechend wollte ich erst einmal herausfinden, wie entsprechend die Chipsätze und die Boards von der Spannungsversorgung entsprechend reagieren, wenn der 3950X im Stock läuft. Denn 16 Kerne, 32 Threads sind so schon enorm anspruchsvoll und entsprechend habe ich hier in dem Test-Setup, das ich aufgebaut habe im Hintergrund, eine Corsair H150i 360mm I.O. verwendet, das Ganze im Quiet-Profil, also gar nicht irgendwie jetzt großartig die Pumpe oder die Lüfter spielen lassen. Ganz klar, die CPU-Temperatur war hier nämlich nicht im Vordergrund, sondern was wichtig war in dem Test, waren entsprechend die MOSFETs. Und dementsprechend wollte ich das Ganze bestmöglich passiv kühlen, also entsprechend die Lüfter, die ihr jetzt hier seht, die sind erst nachträglich beim Übertakten dazugekommen. Und darum geht es heute nicht, ja, da werde ich entsprechend ein eigenes Video hochladen. Ich werde das Ganze wieder Overclocking-Abenteuer mit dem 3950X oder so nennen. Freut euch da auf jeden Fall drauf, denn der Chip, den ich hier habe, der hat einiges drauf. Ja, Leute, und ich habe die Testreihe in 5 Minuten, 15 Minuten und 25 Minuten eingeteilt, um euch einen Überblick zu geben. Denn es ist Folgendes passiert. Nach den besagten 5 Minuten Prime 95 im Small FFT ist das A320 definitiv an seine Grenzen gekommen. Ja, das A320 Prime hat einfach keine Heatsinks und entsprechend waren die Spannungswandler wirklich sehr, sehr stark strapaziert, ohne aktiver Kühlung und die CPU ist auf 544 MHz runtergetaktet mit allen Kernen, ist dann immer wieder so im Sekundentakt wieder auf diese 3,5 GHz Basstakt hochgegangen und wieder runter und hoch und wieder runter und wieder hoch und wieder runter. Nur muss ich an der Stelle auch sagen, dass alle drei Boards entsprechend unterschiedliche Temperatursensoren haben und an unterschiedlichsten Stellen und das A320iK von Asus hat leider keinen für die MOSFETs, für die Spannungswandler. Wenn man hier alleine die Chokes ja, ganz leicht mit dem Finger berührt hat, dann hat man sich schon definitiv verbrannt. Das war wirklich sehr, sehr heiß. Die anderen beiden Boards sind da auf jeden Fall besser. Was aber an der Stelle anzumerken ist, das X570i hat zwei zusätzliche aktive Lüfter, die einerseits für den Chipsatz und auch die Spannungswandler zuständig sind und die, selbst wenn sie sehr, sehr langsam und sehr, sehr leise laufen, ich habe mir als erstes Sorgen gemacht, weil es halt echt sehr, sehr kleine Lüfter sind, dass das Ganze eben einfach störend sein könnte, ist es aber nicht. Also inzwischen mit der aktuellsten BIOS-Version sind diese Lüfter sehr, sehr leise. Den nächsten Messschritt habe ich bei 15 Minuten gesetzt und da werden wir jetzt auf jeden Fall aus dem Asus A320i nicht schlau, denn wie bereits gesagt, das einzig Interessante, die Spannungswandler, die werden nicht überwacht. Und die sind bereits nach 5 Minuten, nachdem wir gesehen haben, dass die CPU eben runtertaktet und sich enorm drosselt, sind die schon bereits nach 5 Minuten überhitzt. Aber das System ist noch stabil geblieben. 15 Minuten konnte das Ganze auch ohne Probleme halten. Und wo liegen wir da beim MSI B450i? Bei den MOSFETs von 80 innerhalb von 10 Minuten, ja, von 5 auf 15, sind wir bei 98 Grad Celsius gelandet. Wie bereits gesagt, es hat keine aktive Kühlung stattgefunden und ist eben bei 98 Grad Celsius hier an der Stelle gelandet. Und ab dem Punkt habe ich mir gesagt, okay, wir schalten einen Lüfter dazu. Und das hat das Ganze innerhalb von 5 Minuten wirklich brutal runtergekühlt. Und zwar von den besagten 49 Grad Celsius, die wir jetzt in dem Systemtemperatursensor erreicht haben, sind wir in nur 5 Minuten auf 30 runtergegangen. Der Chipsatz, also das PCH, ist von 52 Grad Celsius auf 34 Grad Celsius runtergegangen. Und jetzt kommt's, die MOSFETs von 98 Grad Celsius auf 67 Grad runter. Und das soll euch an der Stelle hier auf jeden Fall zeigen,
Selbst ein B450-Board wie das MSI B450i kann einen Ryzen 3950X ohne Probleme im Stock und auch mit OC beherbergen, ohne Probleme. Nur seid ihr da wirklich auf einen aktiven Airflow im Gehäuse angewiesen, müsst dort jetzt nicht irgendwie einen krassen Lüfter oder so mit zig RPM draufballern lassen, sondern einfach normale Systemlüfter, die einfach aktiv drüber pusten. Wo sind wir beim Asus X570i? Da hat sich wirklich fast gar nichts getan. Beim Systemtemperatursensor sind wir von 41 auf 44 Grad hochgegangen. Bei der PCH sind wir von 51 auf 53 Grad Celsius hochgegangen. Also bei beiden hier an der Stelle lediglich 2 bis 3 Grad Celsius Anstieg. Und bei den MOSFETs von 63 auf 64 Grad Celsius. Also da hat sich in 15 Minuten kaum was getan und zeigt einfach, ja, das X570i ist hier im ITX. Ja, wir müssen immer noch uns das vor Augen führen. Wir reden hier von einem 16-Kerner im ITX-Format. Ist das Ding auf jeden Fall King of the Hill? Dann habe ich das Ganze bis 25 Minuten mit dem A320i laufen lassen. Wie bereits gesagt, das Ganze ist seit den 5 Minuten komplett gedrosselt gewesen, aber die Temperaturen haben dem System enorm zu schaffen gemacht. Und zwar ist Folgendes passiert: Nach 25 Minuten hat sich das System ausgeschaltet, einen Thermal Power Lockdown, weil einfach die Temperaturen auf den MOSFETs zu hoch waren. Und entsprechend kann ich hier an der Stelle definitiv sagen, dass das A320i ohne Heatsinks einfach nicht dafür gemacht ist, einen 16-Kerner zu beherbergen. Würde ich jetzt sagen, dass ihr euch ein B450-Board im ITX für einen 16-Kerner kaufen solltet. Das Board kostet zwischen 100 und 130 Euro. Das Board kostet zwischen, sagen wir, 260 und 280. Ja? Also gut 150 Euro an der Stelle zwischen den zwei Boards. Muss man immer wissen, okay, einen 16-Kerner, ja, für den Preis kann auch gerne auf ein etwas teureres Motherboard untergebracht werden. Und die Tatsache, dass wir mit X570 entsprechend auch PCIe 4.0 Unterstützung bekommen, macht es in meinen Augen hier an der Stelle auf jeden Fall wert, dass wir den Aufpreis zahlen und dann einfach sicher sind, dass der 3950X entsprechend genug Spielraum nach oben hat, genug Möglichkeiten durch die Spannungswandler geboten bekommt. Und ja, dann ist das heutige Fazit eigentlich nur, dass das A320-Board einfach nicht realitätsnahe ist, was den Einsatz eines 3950X angeht. Und das war es eigentlich, was ich hier in dem Video demonstrieren wollte. Wie bereits gesagt, das A320-Board ist nach 25 Minuten abgeschmiert. Die anderen beiden sind auch noch eine halbe Stunde länger ohne Probleme gelaufen. Und damit ja beide bei 60 Minuten angekommen. Wie bereits gesagt, wenn ihr euch ein 3950X kauft, ja, für knapp 800 Euro, dann besorgt euch auch ein vernünftiges X570-Board. Das ist zumindest meine Meinung. Das B450-Board will ich eben selber benutzen, aber verbaue dort entsprechend einen Ryzen 3600 mit einem relativ guten Overclock, vernünftigen Arbeitsspeicher, und das ist auch das Einsatzgebiet, wo entsprechend das B450-Board in meinen Augen glänzen kann. Das X570-Board von Asus hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Vor allem jeder, der mein PCB-Breakdown dazu gesehen hat, weiß, was hier tatsächlich unter den Heatsinks schlummert. 70 Amp Power Stages, und davon sind 8 Stück alleine der CPU gewidmet. Das Ganze ist eigentlich das exakte Layout, das auch beim Crosshair 8 Impact verbaut wird und entsprechend ein gut 100 Euro teureres Board ist als jetzt das Strix hier an der Stelle. Dementsprechend bietet das Ganze für den Preis auf jeden Fall wirklich hochwertige Komponenten, bei denen man hier an der Stelle auch das bekommt, wofür man zahlt. Ja, das war's soweit. Ich wollte es auf jeden Fall getestet haben. Ich hoffe, ihr fandet das Video auf jeden Fall interessant, und damit bleibt mir hier an der Stelle nichts weiteres zu sagen als Gaming Fitness, that's you see on GaxTV.